Fraktion ist der Abgeordnete Leopold Steinbichler am Wort. Sehr geehrter Herr Minister, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Zuseher auf den Tribünen und vor den Fernsehgeräten. Natürlich, diese Tafel wurde gesehen und es wurde gefragt, wo sie aus welchem Buch oder aus welchem Video es stammt. Es ist genau von Kurt Langbein Landrab. Ich denke nämlich, diese ganze Diskussion zeigt, dass zwar das Problem erkannt wird, aber unser Handeln nicht geändert wird. Und ich denke, hier ist es ganz wesentlich. Und natürlich unterstützen wir voll jeden Katastrophenschutz, den es gibt gegen diese Klima- und Wetteränderungen. Und ich bin nicht nur als Bauernvertreter, sondern auch als Versicherer. Ich erinnere besonders an den 4. Juli 2000 vor zerstörten Gemeinden gestanden. Destelbronn, Seewalchen, dieser ganze Landstrich. Und wenn man dann sieht, welche Macht die Natur hat, wenn man weiß, wie ohnmächtig der Mensch und die Früchte und die Wildtiere sind, wenn die toten Fasane, die Rehkitze, die Hasen da liegen, erschlagen von den Hagelkörnern, dann beginnt man zu überlegen und sagt, was ist eigentlich los? Wie mächtig sind wir wirklich? Und ich denke, manche glauben, wir sind übermächtig, wir können die Natur beherrschen. Und was wir hier diskutieren, das ist genau der Klimaschutz. Das ist genau der Umweltschutz, das ist genau der Gesundheitsschutz, das sind die regionalen Arbeitsplätze, die wir verlieren. Und deshalb habe ich das auch heute gezeigt. Das ist von Kurt Langbein Landrab. Das Video kann jeder anschauen, genauso wie das Buch von der Petra Ramsauer, So wird Hunger gemacht. Es gibt Gott sei Dank Schriftsteller, die sich eingehend mit dieser Thematik beschäftigen, aber sie werden belächelt. Diese Warnungen verblasen im Wind und kaum sind diese Unwetterschäden, die gewaltige volkswirtschaftliche Schäden verursachen, bereinigt und beseitigt, sind die Wunden vergessen und wir sind schon wieder im alten Trott. Warum möchte ich das sagen? Ich habe heute ein Muster mitgenommen, weil es eine typisch hämische Frucht ist. Und diese Frucht, dieser Baum, dieser Orangenbaum wächst aus der Skipiste in der Werbung, aus dem Rauchtal. Ist es notwendig, dass wir beim Wien-Marathon 17 Tonnen Bananen verspeisen? Ist ja wunderbar und die steirischen Bauern kämpfen ums Überleben. Kolleginnen und Kollegen, diese ganzen Appelle, die jetzt gesagt wurden, darf ich den Obmann Herbst Hans zitieren. Diese Katastrophenschäden, die jetzt berechtigterweise bewilligt wurden und gezahlt werden, sind nicht die Lösung des Problems. Und der Kollege Krilitsch hat angesprochen, diese jungen, hoffnungsvollen Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier bereit sind, dieses Risiko einzugehen und diese Betriebe zu führen, auch unter diesen von uns selbst verursachten katastrophalen Klimabedingungen. Die können nicht mehr, auch wenn sie wollen, weil hier reden wir nicht von Einkommen, sondern hier reden wir von Betriebserhaltung. Hier reden wir nur von Betriebserhaltung. Und Kolleginnen und Kollegen, dieses Thema ist zu ernst. Frau Kollegin Gusenbauer, dieses Thema ist zu ernst. Ich glaube, wir sollten uns viel eindringlicher damit beschäftigen. Hier geht es um die Zukunft. Hier geht es um die Zukunft unserer Ernährungssouveränität. Und hier geht es ganz, ganz bewusst um diese regionalen wirtschaftlichen Kreisläufe, die uns kein TTIP bestimmen kann. Diese wirtschaftlichen regionalen Kreisläufe, die wir in der Hand haben, wo wir die Fäden ziehen können, wo wir mit Handschlagpartnern verhandeln können und nicht mit Paragraphen beschäftigen müssen. Ich denke, das ist das Wesentliche und wir müssen uns eines klar sein. Wer hier glaubt, wir können diese Probleme wegversichern, der hat sich mit Versicherungsmathematik nicht beschäftigt. Diese Schäden zwingen dazu, dass es zu gewaltigen Prämienerhöhungen kommen wird, bis das System letztlich unversicherbar ist, weil es zu Vertragskündigungen kommt, weil sie defizitär sind. Und das muss uns völlig klar sein. Hier kann, und danke dafür, dass die Politik rasch geholfen hat, wer rasch hilft, hilft doppelt, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen uns in allen Bereichen, Minister Rupprecht war heute hier, hier in diesem Haus haben wir diskutiert, 100 Millionen Dürrebeihilfe für die Bauern, die Milchbauern, alle bekommen Geld, 7 Millionen sind es geworden und jetzt darf ich das erfolgreiche Ergebnis verkünden. Wisst ihr, Kolleginnen und Kollegen, wie viel ein Milchbauer Dürrehilfe kriegt?
54 Euro Betriebsprämie und pro Kuh 3,50 Euro. Also bei durchschnittlich 20 Kühen kriegt er gute 100 Euro. Wenn er einen teuren Schmied hat, hat er dort eine Stunde Reparatur zu bezahlen. Das ist das Fatale daran. Was hier großartig als Hilfe verkauft wird, ist nicht einmal eine Notfallslösung. Und deshalb brauchen wir kostendeckende Preise. Wir brauchen in allen Sparten kostendeckende Preise, damit unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren können, damit wir die Produktion erhalten, sonst können wir gar nicht mehr darüber diskutieren, wie produziert wird, sondern nur mehr, wie importiert wird. Und da haben wir auch keine Chance mehr, uns auszusuchen, ob es Qualität ist oder industrielle Nonnenware. Ich glaube, das ist das ganz Wesentliche. Danke. Argumentiert Leopold Steinbichler, der Landwirtschaftssprecher des Teams Stronach.